In den kommenden Tagen darf in der Fasanenallee im altwürdigen Rokokogarten in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg wieder geschöppelt werden. Es ist aber nicht eines dieser Weinfeste, die jedes Jahr stattfinden. Zuletzt wurde hier vor 19 Jahren der Wein ausgeschenkt. Danach war Schluss. Im vergangenen Jahr nutzte der erste Bürgermeister Jürgen Götz beim Besuch des bayerischen Heimatministers Markus Söder in Veitshöchheim die Chance, das Fest wieder aufleben zu lassen. Söder, oberster Chef der Schlösser- und Seenverwaltung, stimmte der Bitte quasi per Handschlag zu. Ehrlicherweise konnte ich mir gar nicht vorstellen, warum man hier kein Weinfest feiern kann, denn es ist ja eine geradezu fantastische Kulisse dafür. Und ich persönlich bin der Meinung, dass auch historische Orte die Chance bieten müssen für Lebendigkeit. Deswegen finde ich generell für Schlössertage, auch Schlössernächte, die wir machen. Und ich habe schon von meinem geistigen Auge quasi gesehen, wie dieses Fest hier aussehen soll. Übrigens genauso ist gekommen. Und so gibt es in diesem Jahr erstmals wieder ein Hofgarten-Weinfest. Voraussetzung dafür war allerdings die Gründung einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, der neben der Gemeinde auch vier Vereine angehören mussten. Wir haben die vier Vereine gefragt, die die meisten Jugendlichen hier im Ort haben und damit natürlich auch immer auch Geld für die Jugendarbeit brauchen. Und ich denke, dass man also auch entsprechend bei einem guten Besuch, den wir erwarten bei diesem Wetter, auch vielleicht ein paar Euro übrig haben wird. Und ganz nebenbei versicherte Söder den Veitshöchheimern, dass es auch im kommenden Jahr wieder ein Weinfest im Rokokogarten geben soll.